Hallo und schön, dass ihr heute wieder mal dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom T29. Und wenn ihr mal links und rechts schaut, ein ganz kurioses Matchmaking, weil in beiden Teams ausschließlich schwere Panzer sind und ausschließlich Siebener. Also sehr, sehr, sehr merkwürdig. Würde mich mal interessieren, um welche Uhrzeit das Replay aufgenommen worden ist. Aber ich sehe es sogar gerade, ich lese es, die Server-Time. Um 22.57 Uhr, also, naja, spannend auf jeden Fall, nur 7er. Hier jetzt der T29, da fühlt er sich wirklich wohl, weil in dem Fall auf 7er ist er ein geniales Gerät, da kann man nichts anderes sagen. Und dementsprechend hat dieses Replay auch das Anrecht zum Replay auf die Weg. Erstmal natürlich der Kuriosität des Matchmakers und der Schaden wird absurd groß für einen Siebener werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dementsprechend am Ende auch über 2380 Basis-XP. Also, wenn das nicht mehr Eckdaten sind, um jetzt dran zu bleiben, dann weiß ich es aber auch nicht. Ihr fahrt hier mal ganz klassisch die 9er-0er-Linie, die man als Heavy-Tank so gerne befährt. Und gerade wenn man noch ein bisschen Gun-Depression hat, dann umso lieber, auf eine Arti muss man hier in dem Fall nicht aufpassen. Die erübrigt sich von selbst. Und jetzt linke Hand hat er schon den AMX und hier jetzt, oh, da wird es gleich aber richtig, richtig spaßig. Der erste Schuss, aber der geht leider ohne Wirkung in die Annalen ein. So, und hier in dem Fall kann er noch wirken, aber auch da wieder leider kein Schaden an dem Mann. IS-2 jetzt. Muss hier aber aufpassen, zu stark da rausfahren, dann wird es gleich richtig unangenehm. Ja, also man sieht's, wenn man die Leute sich natürlich da auf ihn versteifen, dann kann es böse enden, aber in dem Fall alles gut, musste nur sein Repair-Kit opfern. Und Wahnsinn, guckt euch mal auf der Minimap an, was hier los ist. Der Tiger, schon mit HE. Aber jetzt hat er da alle Zeit, den da zu bespaßen. Und nochmal Out-Aim und zack, drauf. Jetzt kommt hier der IS-2 rum. Aber diesmal geht er wieder nicht auf ihn, weil er schon wieder weg ist. Aber da auf den Uni, da kommt er doch gut drauf. Aber jetzt schön natürlich dem IS-2 ins Heck. Auto-Aim aktiv. Und jetzt, ja, da muss man sagen, easy peasy. Der Uni, auch ein super schön großes Ziel, da kann man einfach nicht vorbeischießen. Und auch da, weg ist er. Jetzt Richtung T29. Schon aktuell bei 3000 Schaden. Und es hört nicht auf, aber hier drüben, da ist einfach immer brutal viel los. Na, da hat er fast schon gefühlt zu viel Zeit gehabt und zu viele Möglichkeiten. Oh, der Shogun 1954, der macht sich aber auch gleich wieder beliebt im Chat. Sehr nette Aussprache. Naja, damit ist er auch mal in so einem Video gelandet. Glückwunsch. So, T29, komm. Naja, Uni. Nee, komm jetzt.
Ja, von vorne so ganz frontal ist er nicht so leicht zu beschießen, der Uni. Also leicht zu beschießen ist er sau einfach, aber den Damage an den Mann zu bringen eben nicht. Der T29, der gegnerische, mittlerweile schon auf Premium umgeschaltet. Und hier der IS sehr schön auf die Kommandantenkuppel. Jetzt dreht dein Turm. Nee, schade. Das hätte eigentlich der Killshot sein können oder auch dürfen. Ja, er würde so gut auf den Turm kommen seitlich, aber in dem letzten Augenblick fahrt er mal zurück. Aber jetzt der Oni, der hat dem Turm schön zugedreht. Oh, HI Damage, aber sehr überschaubar. So, der T29 ist jetzt recht dann mal weg. So, jetzt komm, nimm ihn raus. Naja, man sieht schon, der Uni ist noch nicht so bekannt von seinen Weak Spots her. Ist auch von vorne wirklich schwieriger, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt ist er ja zerstört. Und der IS, der OP-Russe, Hust, der ist mit dem Auto eben ganz einfach rauszunehmen. Hinter ihm ist jetzt auch noch einer, der Black Prince. Muss er aufpassen, dass er da jetzt nicht zu viel ins Heck bekommt. Aber das passiert nicht, alles gut. Und da kann er jetzt schön drauf schießen auf ihn. Der steht perfekt da. Besser geht's einfach nicht. Ja, man sieht auch, er hat eine gute Crew drin, also dementsprechend sieht er, Munitionslager ist hin und auch die Kanone. Und irgendwie scheint der Black Prince auch eh gar keinen Spaß mehr zu haben. So, und nochmal ein. Ja, und ja, das ist eine wunderschöne Damage-Pinata in ihrer besten Form, die man sehr, sehr gerne auch so mitnimmt. Aktuell 6000 Schaden in einem 7er Tank. Das ist bei mir eine gute 10er Runde. Also eine sehr gute, da wo ich wirklich sage, wow, die lief aber mal richtig schön, du. Er fährt jetzt zurück, weil eben da der Gegner wohl schon tendenziell den Cap erobern will. Aber das hat er schon gut vorhergesehen und auch dem Team gut signalisiert. Er kommt zurück, er hilft damit. Der IS, der ist recht low. Und ja, Blindshot, schön gemacht, aber da gab es auch nicht viel Möglichkeit, wo er in der kürzesten Zeit hin sollte. Tiger P. Die haben sich da jetzt in eine nicht so schöne Position gebracht und er kann jetzt hier perfekt mit seinem Turm arbeiten. Besser geht's nicht. Und ja, gerade noch so. Und dem Tiger P bekanntermaßen immer schön auf den Turm zimmern. Dafür steht er eh perfekt. Naja, oder auch nicht. Aber der letzte Gegner in dieser Runde, den sollte auch noch hoffentlich wegbekommen. Der Krieger ist auf jeden Fall schon da. Den hat er sich schon geholt. Ja, genau so.
und auch nochmal auf die Kommandantenkuppel. Jetzt wird es nochmal knapp. Mit dem nächsten Schuss wäre er weg, aber der Tiger P eben auch. Und jetzt prallt der Tiger ab. Und er holt sich den Kill. Macht am Ende des Tages mit dem Blindshot waren es 7469 Schaden. Davon auch nochmal 1850 geblockt. Also sensationelle Runde. Nicht umsonst. Replay of the Week. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.